Der arme Ludger. Der beste Nachbar, den man sich wünschen kann. Aber er hat doch nur im Bett gelegen. Eben. Mutter. Tag. Hallo. Das sind die Fischbecks. Sie lieben das Haus. Ach ja? Ja. Schönen guten Morgen. Die Hagenow. Freut mich. So, wir sehen da gleich den versprochenen Ausblick. Ein Traum, nicht wahr? Hallo. Dann mal rein ins Paradies. Ist alles nur eine Frage der Erziehung. Man muss den Kindern gut erklären, was alles giftig ist. Der Goldregen, der Rittersporn, die Christrosen, die Herbstzeitlose, der Pfaffenhut. Tja, und die Eiben natürlich. Eine Handvoll Nadeln und ein Pferd fällt tot um. Um es zu vergrößern. Mit der Junge, meld uns dann. Ja. Die Gemeinde ist so gut wie pleite. Die würden nie hier draußen eine Kanalisation bauen. Lieber nehmen sie in Kauf, dass die Sickergruben zwei, dreimal im Jahr überlaufen. Nur bei Starkregen natürlich. Keine Kindergärten für die Kleinen. Keine Disco für euch. Mama hockt den ganzen Tag zu Hause, um sich herum nur Wald. Ihr Freund sitzt immer im Auto, um sich herum nur Stau. Und wer muss es auslöffeln, wenn es wieder schief geht? Was soll das hier werden, Mutter? Sperrgebiet? Fällt dir ein, meinen Klienten solche Lügen zu erzählen? Lügen? Ich habe nur Absagen bekommen. Was ich tue, ist eine Art Verbraucherschutz. Ich schütze deine Kundschaft vor sich selbst. Dein Zaun ist nicht genehmigt. Du fährst Jetski im Naturschutzgebiet. Ich bin der Bürgermeister, ich gestatte die Ausnahmen. Verschwinde, Florian. Du kommst von uns eine Aufforderung zum Rückbau. Wegen unerlaubter Versiegelung von Sickerflächen. Noch 10 Zentimeter weiter. Und wenn wir übers Wasser laufen, Marlies, wir holen uns unseren Weg zurück. Ach übrigens, Ludgers Sohn ist ein Unternehmer aus Stockholm. Ein Kreativer. Was glaubst du, sagt der zu deinem Zaun? Ludger Stern hatte keinen Sohn. Sie müssen der Schwede sein. Hey. Currywurst? Ja. Es wird sicher eine Erlösung für den armen Ludger sein. Er hat ja so gelitten. Hm. Sie müssen sich lange nicht gesehen haben, oder? 50 Jahre. 50 Jahre. Really good this. Moin, Bierchen. Guten Tag. Herzlich willkommen, ja, an einem angenehmen Aufenthalt. Danke. Guten Tag. Herzlich willkommen. Danke. Danke. Hallo. Hallo. Willkommen. Danke. Hallo. Schön, Sie zu sehen. Oh, danke. Hallo. 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 Florian Hagenow. Ich bin der Bürgermeister. Ah ja.
Hallo. Mein aufrichtiges Beileid. Wir haben uns wirklich sehr bemüht, aber es geht leider nicht. Das Gesetz verbietet es. Sie wissen schon, Sache im See. Ah ja. Elli, machst du uns zwei Bier? Auf meine Rechnung. Aber ich würde Ihnen gerne den Friedhof zeigen und eine Kapelle. Passt dort auch ein sehr schönes Urngrab für Sie, wenn Sie wollen. Oder wollte Ihr Vater überhaupt christlich? Ich glaube, ich nehme Sie einfach mit nach Schweden, die Topf. Topf. Hey! Hey! Ich habe was Amtliches, muss unterschreiben. Umwelt und Natur. Sag nicht zustellbar. Zurück an Absender. Du bist doch da? Ja. Aber jetzt nicht mehr. Guten Tag. Hör mal du. Ich hoffe, dass du heute ein trevelig wisst, Herr Tag. Det vill säga hallå, kom in. Tack ska du ha, men jag åker nog så fort vi har fått huset sålt. Ja. Herzlich willkommen am Uferweg. Danke. Mein herzliches Beileid. Ihr Vater, Ludger, er war ein großartiger Mensch. Mein Vater war ein egoistisches, wie sagt man, Scheißloch. Bitte schön. Danke. Wo geht es hier zum Wasser? Da. Warum ist hier abgeschlossen? Weil es mein Garten ist. Aber mein Haus wurde nach der Wende rückübertragen. Rückübertragen? Das heißt, dass ich zurückbekommen habe, was die Kommunisten nach dem Krieg 45 meinen Eltern gestohlen haben. Bitte. Und die ganzen Leute hier? Was soll mit ihnen sein? Sie können nicht in der See schwimmen. Doch, auf der Ostseite ist ein Strandbad. Nur 10 Kilometer von hier. Nass werden kann man schließlich überall. Schön. Kannst du Papa mal halten?
Wunderbar. 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 Wunderbar, ja. Wenn man älskar havets våg, hör böjer hon Jag kan segla förutan vind. Jag kan ro utan åror, men ej skiljas från vännen min utan att fälla tårar. Ich hab nie gewusst, dass Ludger einen Sohn hat. Er hat meine Mutter verlassen. Da war ich 4. Und dann? Dann war ich weg. Bis heute. Wieso wissen Sie dann, dass er hier verstreut werden wollte? Ich habe keine Ahnung. Wollte er? Ich habe gar keinen Platz in mein Auto. Wo soll ich hin mit der alte Papa in der Dose? Es hätte ihm gefallen. Ich bin Mikkel. Malis. Ah, deine Tochter. Sie holt mich ab. Sie will mir den Dorf zeigen. Lovely woman. Warum willst du überhaupt verkaufen? Du könntest das Haus doch wunderbar als Sommerhaus nutzen. Ich würde gerne das Jahr über nach dem Rechten sehen. Ich verkaufe. Und an wen? Egal. An die mit dem meisten Geld. Danke. Bis Tag, Maris. Und, Freut mich sehr, Lia. Hey, Mikkel. Freut mich, dich zu sehen. Danke. Dankeschön. Kleinen Moment, ich hole uns schnell noch was. Okay, ja? Okay. War hier alles offen. Wir haben unsere ganze Kindheit dort am See verbracht. Die Badestelle gehört zu Carlo, seit ich denken kann. Okay. Und dann? Kam 89. Und? Die Mauer. Ah, ja. Ja, ja. Tja. Und dann erschien Marlies Gottlieb mit ihrem Rechtsanwalt. Und mit ihrer Tochter. Ach so. Ja, ja. Ah, super. Glückwunsch. Dankeschön. Danke. Wir haben wirklich alles versucht. Kann ich fühlen? Den Bauch? Ja. Ja. Okay? Ja. Oh. Wir haben verhandelt, gebettelt, gedroht. Wir haben ihr ein Vermögen geboten, durch alle Instanzen Prozesse geführt. Ein Mädchen? Ein Junge. Mama. Wir haben alles versucht. Aber Marlies weicht nicht von der Stelle und blockiert mit ihrem Zaun den Weg zum Wasser. Dann bauen sie doch drumrum. Porzana. Porzana? Mhm. Dort ist ein Feuchtgebiet. Angeblich brütet dort das vorvorletzte Tüpfelsumpfhund Deutschlands. Der Schilfgürtel ist streng geschützt. Sorry. Ja, wo fahren wir, René? Wo für dir? Wo für
Ja, men vad fan, ni har ju redan allting. Inte ett ord kommer jag knysta om det. Hej, hej, hej. Ich verstehe nicht. Was hat das mit mir zu tun? Verkaufen Sie das Haus an uns, Herr Nollergren. An die Gemeinde Carlo. No problem. I love to. Wir können sofort Vertrag machen. Ist mir scheißegal, an wen ich verkaufe. For 200.000, it's yours. 80.000. No, forget it. Ihre Gutachten hat gesagt 200.000 Euro. Das ist, was es wert ist, ja. Ja. Aber nicht mit einer Nachbarin, die ihr Grundstück zum Hochsicherheitstrakt ausbaut. Meine Frau hat 21 Absagen bekommen. Von wie viel? 21. Können Sie sich vorstellen, Herr Nordergren, wie sich die Menschen hier fühlen? 40 Jahre lang waren sie eingesperrt. Jetzt ist der Stacheldraht endlich weg. Dann kommen die Wessis und bauen neue Zäune. Denken Sie drüber nach. Hm. Haben Sie heute Nachmittag schon was vor? Okay? Hallo! Herr Nordergren, hier sind wir. Also, schön, dass Sie da sind. Wenn ich vorstellen darf, das ist... Oh, Marlies, hallo. Guten Abend. Das ist Dr. Silaff, ist Vorstand des größten Energieunternehmens im Landkreis. Er meinte einen hässlichen Riesenpott für Biogas am Ortseingang. Als ob das Anpflanzen von Monokulturen und das Tanken von Nahrungsmitteln irgendetwas mit Ökologie zu tun hätten. Ritter Meinecke ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Okay. Und für die Geschenke an die Kommunalpolitiker. Und das Otto Kalb mit seiner Frau Liese, Mitglieder des Ortsbeirats. Okay. Und Vorsitzende einer sagenhaft einflussreichen Bürgerinitiative mit wie viel? 16 Mitgliedern. Ritter. Uferlos, nicht? Habe ich recht, Otto? Ja. Wollen Sie sich nicht setzen? Nein, danke. Wir sind hier zu tanzen. Wieso denn nicht? Ist alleinstehend, gut aussehen. Dora! Ausländer kennt keinen, streitet mit keinem. Kann kaum Deutsch, besser geht's nicht. Komm in der Drohne. Ich will nicht hören, ne? Und Chef. Ludgars Haus eignet sich hervorragend als Dorfgemeinschaftshaus, findest du nicht? Im Keller ein Billardzimmer für die Jugendlichen, oben Krabbelgruppe für die Kleinen, ein Seniorenfrühstück am Samstag, Tanztee, Töpferkurse. Ah, das wird herrlich. Ja, träum weiter. Wir werden es kaufen, Marlies. Wir werden es kaufen und in deine Fenster schauen. Und zwar jeden Tag, so lange, bis wir endlich unseren
Weg zurückbekommen. Meine Ex. Ex-Frau? Freundin. Liebes ist Stress, deins, meins, unser. Scheißegal. Bist du oft hier? Nee. Wo gehst du aus? Berlin? Nein, ich war nicht mehr in der Stadt. Seit ich nicht mehr ständig ins Krankenhaus muss. Ach so. Nein, ich bin nicht krank. Ich war Hebamme. Ich habe fast 2000 Babys zur Welt gebracht in 40 Berufsjahren. Mein Beitrag zur Überbevölkerung. Ein Fisch oder ein Vogel? Ein Fisch. Danke. Fantastisch. Hier, wo wir jetzt sitzen, ist ein Kiosk geplant. Fritten, Bier, Eiscreme. Die alten Buchen kommen weg und die Schwarzerlen da hinten auch. Dort sind Toiletten geplant. Der Wald, 2 Kilometer weiter südlich von hier, soll gerodet werden. Für eine Ferienhaussiedlung. Und jetzt rat mal, wer der Investor ist. Hm. Der Biopod. Das ist mein Ort. Einfach Heimat. Verstehst du? Hier spüre ich, dass ich auf einem Planeten lebe. Und dass ich nur zu Gast bin im Paradies. Wenn ich einmal gehe, dann soll nicht ein armseliges Freibad daraus geworden sein. Wenn Florian den Uferweg öffnet, wird es dieses Ufer nicht mehr geben. Bitte denk daran, Micke, wenn du dein Haus verkaufst. Wenn. Bist du bereit für einen Tanz? Adoredo for en swing om. Adoredo for en swing om. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? Har du Lust at gå på bio? Ja, har du Lust på gå på bio? Hast du Zeit am Freitag? Ja. Oder Tid på fredag? Ja, ich... Moment. Ja. Ich werde ausgehen. Har du Tid på fredag? Jag ska gå ut. Jag ska gå ut. Jag har aldrig haft Lust att gå på disco, sen jag får ett litet barn. Ich habe nie Lust auf Disco gehabt, seit ich ein kleines Kind war. Jag har aldrig haft Lust att gå på disco. Denn ihr wollt ein Born. Sehr gut. Das war jetzt wirklich schwer. Aus dir wird noch ein kleiner Schwede. Keine Ahnung, was Mutter ihm in die Köttbullar getan hat, um ihn hierher zu locken. Meine Provision ist jedenfalls futsch. Und er hat wirklich gesagt, dass er hier leben will? Weil Carlo ihm so gut gefällt. Weil Mali so ein Schatz ist. Ich soll ihm die Portopauschale in Rechnung stellen, sagt er. Ganz, ganz ruhig, ganz ruhig. Vertraue ihr. Meiner Mutter? Mikkel Nordergren ist Raucher, er trennt den Müll nicht und er fährt ein 13-Liter-Auto. Die Sache wird sich ganz von selber regeln. Sie heißt Zigzag Dragonfly.
Dem und die zweite Prototype verdanke ich meine faule Leben. Hallo, Zickzack. Oh, welcome, Mollys. Einen Moment. Willst du das etwa alles wegschmeißen? Das ist doch deine ganze Familiengeschichte. Ach, das ist Altpapier. Blaue Tonne. Das sind Tagebücher von deinen Großeltern. Alte Handschriften, sieh doch mal. Ich kann die Zeuge nicht lesen. Dann gibst du sie mir. Okay. Hast du auch eigene Möbel? Mhm. Oh. Bei meiner Ex in Stockholm. Also sie hat die Wohnung, das große Auto und deine Möbel. Hm. Und du, was hast du? Ich? Ich habe meine Freiheit. Und, Höfen. Hm? Tschechen. Höfen. Der Boss. Der Chef. Was machst du denn da? Das ist eine alte Tür. So scheiße harte Holz. Ja, aber du, die hat die Russen überlebt und sogar Erich Honecker. Ja, aber nicht Gräfen. So, mir gefällt die Tür. Komm da. Gut, ja, das ist mal in die Tasche. Die mir hier nicht hat sich gefunden in der Tür. Der hat die nirgend durch. Ha? Jupp, Leute. Kater ist ein Killer. Ja, das ist seine Natur. Das ist keine Entschuldigung. Aber Marlies. Er soll bitte schön sein Katzenfutter fressen, aber nicht meine Singvögel. Aber Vögel sind Katzenfutter. Ach. Kommst du mit schwimmen? Ich hab zu tun. Aber heute Abend. Hast du Zeit bei mir, Essen zu kommen? Mal sehen. Ein paar Leute von der Dorf wollen kommen, mit mir über den Weg zu sprechen. Vielen Dank für die Einladung. Brot und Salz. Oh. Gott erhalte. Guten Abend.
Guten Abend, Mutter. Guten Abend. Marlies. Willkommen. Skål. Jo. Skål. Mikkel wird unsere Gemeinde für seine 30 Meter ein Nutzungsrecht einräumen. Nur das Nutzungsrecht. Im Grundbuch bleibt alles, wie es ist. Bitte. Was tust du? Mich stört nicht. Die anderen Leute können alle herkommen. In Schweden, niemand darf einfach einen Zaun bauen, mitten in einer See. In Schweden gibt es auch ungefähr so viele Seen wie Einwohner. Ja, und ein soziales Bewusstsein. Ja, alle Land ist für alle. Wer keine Nachbarn hat, braucht auch keine Zäune. Da kommt ganz auf die Nachbarn an. Und außerdem hatten die Schweden kein dickes Ende nach der Wende. Und keine Wessis, die sich gleich die besten Seegrundstücke unter Nagel gerissen haben. Hey, easy, folks, take it easy. This is not fair. Das ist ihr Land, richtig? Wenn Marlies keinen Weg wählt mitten durch die Garten, dann muss die eben eine andere bauen. Weiter weg, unten, runter, oben, rüber, scheißegal. Ach, das haben wir doch alles versucht. Michel, da ist doch der Naturschutz vor, da geht doch gar nichts. Mein Grundstück, no problem, you are welcome. Aber hinter diesem Tor, da ist finito. Köstlich. Danke. Wofür? Für alles. Hörst du? Ja, der Nachtigall. Ja, eine Nachtigall. Meine Eltern haben hier geheiratet. Ich bin in dem Haus geboren. Da hatten die Nazis gerade ihr gruseliges Werk verbracht. Dann kamen die Russen. Sie haben die Scheune angezündet und alle Frauen in den Wald getrieben. In diesen Wald. Meine Eltern haben ihre Heimat verloren und ihr Lebenswerk. Die Natur hat 60 Jahre gebraucht, um zu heilen. Dieser Ort braucht endlich seinen Frieden. Behalt ihn. Aber nur für dich. Aber natürlich. Danke. Gute Nacht. Nachbarn. Herrlich heute. Ja. Zum Wasser. Ja. What do you call that in German? Hey! Was macht ihr da? Du, verschwinde! Komm, Ole, beeile schnell! Ihr Kälber! Und ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt.
Ich werde mir haben Picknick andere. Liebes Jävlar. Hast du ihm das Tor geöffnet? Du hast mir doch versprochen. Das sind meine Ex. Du hast 3 Ex-Frauen? Und 8 Kinder. Sie verstehen sich großartig. Jedenfalls, wenn es darum geht, mich zu jagen. Das ist also der wahre Grund, warum du nach Kano gekommen bist. Und was wollen die? Was wohl? Ludgas Tafelsilber. Micke! Hey! Ja, da er. Tror du verkligen att du bara kan dra till Tyskland? Vilken överraskning! Åh, vad roligt att se oss. Jag fattar inte detta. Hur kan du bara försvinna till Tyskland? Men du tror att du kan sticka till med lite pengar. Hur kan du bara försvinna till Tyskland utan att säga ett ord till oss? Men det är inte det här lite mer handslag. Kan vi lugna oss nu? Kan vi lugna oss nu? Kan vi? Kan vi ta en sak i taget? Kan vi ta lugna oss lite grann nu? Det kan vi inte göra. Nej, det kan vi inte göra. Lasse! Tjena, grabben. Vad fan? Ah, gott att se dig. Har du badbrallorna med dig? Skön du ska grym, inte alltså. Tro att du blir av med ett assålet med kämpa. Någon som tycker om mig. Vilken cool smäck du. Vilka har du här? Har du kommit några muskler då? Ha? Man har sett sin pappa på en månad. Kom, vad har hänt med dig? Är mamma dum mot dig? Ja. Du! Du är mamma dum mot dig. Vad är det värsta jag har hört? Kom, nu får vi in här. Ja, vill ni sova? Ska jag blåsa? Ja. Emma, Emma, titta på tanten där. Vi vinkar till henne. Vi har packat henne. Ja. Zum Glück ist Ludger noch sehr klein. So wird er die großen Veränderungen nicht bemerken. Wo kämpfst du denn noch? Jävlar Fronthimmel! Kann ich heute Abend bei dir kommen, bitte? Was ist passiert? Ach. Guck mal, was ich gefunden habe, deine Großeltern. Nicht jetzt mit die Scheißaltpapier, bitte. Das müsste 1926 gewesen sein. Dieses Baby da, das könnte ich muss fast trinken. Vater in der Küche. Mich aus das ganze Haus nehmen und mich in Ruhe lassen. Ich gehe. Du gehst? Wohin denn? Keine Ahnung. Ich habe so satt immer diese Streit. Wegen die Geld, die Kinder. Ich liebe meine Kinder. Aber nicht jeden Tag. So ist es immer. Bevor ich fertig bin mit Auspacken, bin ich schon wieder weg. Aber wenn du immer sofort gehst, dann kommst du nie irgendwo an.
Wenn ich nicht ankomme, muss es nicht bleiben. Das ist für dich. Ich wollte dir das schon die ganze Zeit geben. Was ist das? Das ist ein guter Kompromiss. Gute Nacht, Micke. Poor me. Good burn. What? You drove there, huh? Where's everybody? Where's everybody? Where's everybody? Rita. Nej, Rita Ramon, det där tycker jag. Det var inte alls fint. Jag gillar inte alls, ja. Vad gör du? Ja. Gubben min, ja. Das ist Liv, Laura, Olga, Anna, Lena, Lasse, Martin, Lennart. Nein. Das ist Lennart, Martin und Mikkel. Hallo. Till våra festen, ja, om du vill komma. Wir feiern heute Abend Midsommar. Tanzen. Kommst du auch? Wer kommt noch? Alle. Nein, danke. Ich hab zu tun. Marlies, nur weil du diesen blöden Streit mit den Leuten im Dorf hast, heißt nicht, dass ich nicht mehr mit ihnen feiern kann. Du solltest die Sickergrube reparieren, es müffelt. Warum bist du so anspannt? Wie es scheint, haben die Mütter deiner Kinder bekommen, was sie wollten. Da blir jättefina kransarna. Sie haben um den Schmuck eine Lotterie gemacht. Wie sozialdemokratisch.
Einschreiben für dich. Das ist amtlich. Ich weiß doch, was drinsteht. Kann ich mal kurz deine Toilette benutzen? Wieso? Wieso? Bist du heute gar nicht drüben? Heute ist doch Midsommer. Seit wann sind im Lande Friedrichs des Großen alle verrückt nach Midsommar? Aber ich dachte, Mikkel und du? Nein. Und ich dachte, ihr versteht euch so gut. Dora, hör doch auf zu denken, das steht hier gar nicht. Also ich freue mich drauf. Mikkel ist wirklich ein Schatz. Endlich mal jemand, der feiert. Tschüss. Komm rein. Oh, ich glaube, es hat sich schon gedreht. Willst du mal fühlen? Ich weiß ja, was drin ist. Also, was willst du? Ich will nicht, dass du es mit der Post erfährst. Die Gemeinde wird gegen dich ein Enteignungsverfahren einleiten. Die Unterlagen gehen in den nächsten Tagen beim Landesinnenministerium ein. Was sagst du da? Du wirst der Öffentlichkeit nur ein Wegerecht einräumen müssen. Haus und Grundstück bleiben dein Eigentum. Dein Mann nimmt mir mein Land? Du zwingst uns doch dazu. Jahrelang haben wir dir Angebote gemacht. Wir? Du bist meine Tochter, Lia. Ich habe deine Windeln gewechselt, deine Freunde bespaßt, dein Liebeskummer getröstet. Ja, und mich mitten in der Pubertät in diese Einöde hier geschleppt. Nur um einen scheiß Krieg zu führen, den sowieso keiner gewinnen kann. Auf dass ich an Einsamkeit krepiere, genau wie du? Mach dich doch nicht unglücklich, Mutter. Einer redet noch mit dir. Das ganze Dorf ist gegen dich. Raus! Herr Steckel! Versuch noch mal. Steckel, bitte machen Sie auf! Hallo. Ah, Frau Gottlieb. Ja, kommen Sie mal. Das dürfen die nicht. Nicht nach allem, was sie meiner Familie angetan haben. Ich soll jetzt wieder enteignet werden. Cognac? Doppelt. Wir sind doch hier in Deutschland, nicht in irgendeiner Bananenrepublik. Hier gelten Verträge noch etwas. Hab ich recht? Steckel. Hey, Toto! Nein! Mach doch einfach auf das Ding auf hier. Du hast doch einen Schlüssel, jetzt sei doch kein Spielverderber.
Aber Nu åker vi hem. Tjus. Hej då. Hallå! Morgen. Kom till pappa nu, du. Du kommer till pappa nu. Va? Vad är du?
gefährlich. Was ist das? Das Einzige, was den Lebensraum meiner Vögel schützt, das ist mein Zaun. Für den ich jetzt gerne meinen Schlüssel wiederhaben möchte. Wo ist mein Kater? Mein Schlüssel. Erst sagst du mir, wo mein Kater ist. Ihr seid gestern Abend fort. Gib mir meinen Schlüssel. Was hast du mit ihm gemacht? Wenn du ihn suchen willst, kann dir ja mein Schlauchboot leihen. Boot? Hast du eben Boot gesagt? Du hilfst mir am Leib, Pantanschalding! Oh! Mickel! Ich helfe dir! Nein, 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 lila Kuppel! Sind ja vielleicht die Jut oder Jut! Es war doch nicht so gemeint! I don't like you! Ja, komm, Kuppel! Mickel, komm! Tonne los, Kuppel! Lila Kuppel! Mickel! Was bist du nur für ein Mensch? Fahnsteppler! Eine Teufel! Hilfe! Dein Kater, das ist doch gar kein Haustier! Du willst ihn umbringen! Das ist ein Attentäter! Scheißloch! Jetzt hilf mir doch mal! Komm, komm. Meine Scheiße! Sieh, niemand in das Dorf mag dich. Und ich verstehe auch, warum. Werde doch glücklich mit deinen Vögeln. Was ist denn da? Dora, gibt's was Neues? Sie selbst? Sag mal, weißt du irgendetwas über diese Bürgerversammlung? Steht alles auf dem Flugblatt. Soll ja eine Demo geben. Weißt du was davon? Die Flugblätter hängen an jedem Baum im Dorf. Ist die denn schon genehmigt? Dora, was ist denn eigentlich los? Sind wir nun Freundinnen oder nicht? Lass gut sein, Marlies. Freundschaft liegt dir nicht. Thank you.
bezahlt. Wie du ja bereits der ersten, zweiten und dritten Mahnung entnehmen konntest, dein am 12.06. diesen Jahres errichteter Zaun verstößt gleich mehrfach gegen Umweltauflagen. Im ufernahen Landschaftsschutzgebiet ist jede Bodenversiegelung untersagt. Außerdem ist der Betonsockel nicht ausreichend durchlässig für Kleintiere wie Igel und Wühlmäuse. Das Amt Carlo verfügt... Wage es nicht, Florian. Das Amt Carlo verfügt mit Wirkung vom 25.06. den sofortigen Rückbau und die umweltfreundliche Entsorgung zulasten der Bauherrin. Wenn du bitte zur Seite gehen würdest. Wie kannst du das zulassen, Mikkel? Ich dachte, wir sind... Das ist Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Sabotage. Kanzlei Steckel und Partner, Rechtsanwälte für Vertrags- und Arbeitsrecht. Wenn Sie bereits Mandant bei uns sind, Sie rufen außerhalb der Bürozeiten an. Welche sind montags bis freitags? Dr. Reinhard Steckel ist nicht zu erreichen. In juristischen Fragen wenden Sie sich bitte direkt an meine Kanzlei. Halt! Du Schweine und du! Genossinnen und Genossen, wir haben wirklich alles versucht. Wenn Marlies Gottlieb uns den Weg nicht zurückgeben will, dann wird sie jetzt eben gezwungen dazu. Super! Im Namen der Gemeinde Carlo und in meiner Eigenschaft als Bürgermeister möchte ich zuerst Mikkel Nordegren danken. Er hat ohne zu zögern und ohne Wenn und Aber unserer Gemeinde eine Grunddienstbarkeit und ein Vorkaufsrecht eingeräumt. Wir sind damit unserem Ziel entscheidende 30 Meter näher gekommen. Danke, Mick! Danke dir! Herr Dr. Silas, wenn ich Sie bitten dürfte, jetzt vielleicht das. Danke. Ja, eine Überraschung. Darf man fragen, was du willst? Dies ist eine Bürgerversammlung. Ich bin Bürgerin. Oder denkt ihr etwa, das alles geht mich nichts an? Ich bin es schließlich, die hier um ihr Recht gebracht werden soll. Du hast uns doch alle ausgesperrt. Ja, so sieht es aus. Mal, unsere Kinder waren gerade geboren, als du hier in das Haus gezogen bist. Und jetzt sind sie erwachsen und waren noch nicht einmal in ihrem Strand baden. Ist das, was du Recht nennst? Eine Schweinerei ist das. Ich bin gekommen, um euch einen Vorschlag zu machen. Sollen wir denn vielleicht umgesiedelt werden? Und aus Carlo wird ein Vogelpark. Ja, bitte, 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 lasst Marlies aussprechen. Bitte, setz dich doch. Ich finde es schön, dass du gekommen bist. Was willst du uns denn vorschlagen? Ich kann ja in gewisser Weise jedenfalls, kann ich euren Unmut verstehen. Und euren Wunsch, das Seeufer zu nutzen. Ja. Ja, ich bin bereit, euch entgegenzukommen, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Und die wären? Die wären, der Naturschutz muss gewährleistet sein. Ach was. Das heißt, ihr bekommt den Weg. Ja, aber nur den Weg. Soll ich mal lachen? Keine Parkplätze. Kein Abenteuerspielplatz, keine Fritzenbude. Weißt du überhaupt, wer du bist? Und vor allem kein Feriendorf. Da haben wir jahrelang Politik gemacht für. Es ist ein Unterschied, ob ein paar Karloer Kinder dort baden oder ob ein Naherholungsgebiet für Berlin geschaffen wird. Jetzt hast du oder was gegen Berlin? Das ist unser Dorf. Wir schaffen Arbeitsplätze, Mali.
Du hast diesen Mann geheiratet und jetzt lässt du zu, dass er mich enteignen will. Du wirst bald Großmutter. Das macht einen Unterschied, ob du die nächsten Jahre glücklich bist oder nicht. Ich bin glücklich. Du hast hier keine Freunde und das ganze Dorf gegen dich. Also nur weil sie viele sind, heißt das noch lange nicht, dass sie recht haben. Schlimm genug, dass der erbärmliche Rest von Familie, der mir noch geblieben ist, auf der falschen Seite steht. Sind ihr die Vögel denn wirklich so viel mehr wert als alles andere? Da draußen am See überlebt ein winziger Rest Natur. So intakt und schön wie am ersten Tag. Wenn ich euch das Tor öffne, gibt es dort bald nur noch Menschen, so wie überall. Was hast du gegen die Menschen? Nichts. Nur, dass sie systematisch und überaus erfolgreich diesen Planeten zerstören. Sie wollen nur baden gehen! Falsch, mein Kind. Sie wollen Bäume fällen. Brutplätze vernichten, das Wasser vollpinkeln, Schilf zertrampeln, überall Müll verstreuen und sich hinterher wundern, warum es nicht mehr so schön ist wie früher. Morgen Mittag ist die Demo, Mutter. Auf Mickels Grundstück, er hat zugesagt. Das halbe Dorf wird kommen. Auch du? Mein Schwiegersohn mobilisiert das ganze Dorf gegen mich. Ich habe nicht mal mehr einen Zaun und Sie sagen, ich soll ruhig bleiben. Oh Gott, die Demonstration wurde ordnungsgemäß beantragt und ist polizeilich genehmigt. Sie wollen nichts tun. Frau Gottlieb, wirklich. Geben Sie es doch zu, Steckel. Bei mir ist nichts mehr zu holen. Bitte, es tut mir wirklich leid, aber ich habe jetzt zu tun. Ich habe Sie auf eine Geschäftsidee gebracht, nicht wahr, Herr Anwalt? Schwarzer See, Ritzelsee, Lauterer See. Wie viele Uferwege haben Sie sperren lassen in 20 Jahren? 10? 20? Eine Sammelklage unter Millionären bringt natürlich ein paar Euros mehr ein als eine alte Stammkundin. Hey, Gubben. Komm, komm, Gubben. Komm. Hey. Die Freiheit für
Von euch betritt mein Grundstück. Du kannst mir mal den Buckel runterrutschen. Ich warne dich, Otto. Scheiße. Ich kann mich doch nicht beeindrucken. Euer Geschrei. Hey! Kakerlakenkönigin. Komm her, du! Komm her, wenn du dich traust, du! Komm hierher! Ihr kriegt mich hier nicht weg! Niemals! Niemals kriegt ihr mich hier weg! Verrecker! Feigling! Dein Land. Ihr habt es meinen Eltern gestohlen. Du hast es uns gestohlen. Und jetzt holen wir es uns zurück. Genau. Habe ich dir nicht gesagt? Wenn es sein muss, gehen wir übers Wasser. Biotop verramschen, nicht so lange ich atme. Ins Krankenhaus. Das schaffen wir nicht mehr, Marlies soll kommen. Aber das ist im Moment etwas Schlechtes. Hol meine Mutter! Unsere Freiheit, unser Ufer, wir sind das Freiheit. Wir sind das Haus. Wir sind das Haus. Nicht Marlies, wir sind das Haus. Wir sind das Haus. Wir sind das Haus. Wir sind das Haus! Wir sind das Haus! Wir sind das Haus! Wir sind das Haus!
Tochter bekommt ihr Kind. Was jetzt? Ja. Sie soll ins Krankenhaus fahren. Ist keine Zeit mehr. Ach was, es wird schon nicht rausfallen. Mollys! Ja. Ja. Alles in Ordnung. Das schafft ihr auch ohne mich. Was? Willst du mich jetzt hier liegen lassen? Florian macht das schon. Lass mich nicht alleine, Mama. Marlies. Marlies, nein, bitte, bitte, bitte bleib hier und hilf ihr. Ihr bekommt den Uferweg. Aber nur den Weg. Und nur für die Leute aus dem Dorf. Okay. Keine Parkplätze, kein Eiscafé, kein Abenteuerspielplatz, keine Jetskis. Gut, in Ordnung, aber hilf ihr, bitte. Kein Feriendorf. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das versprechen kann. Gut. Du kannst Dr. Köhler anrufen. Ich bin sicher, er ist in 2 Stunden da. Nein, warte. Florian! Jetzt hat dein Scheiß und Messer, der soll sein Feriendorf gefälligst auf die andere Seite bauen! Gut. Kein Feriendorf. Dora, wir brauchen heißes Wasser und frische Handtücher. Ja. Bringt sie ins Haus. Was? Stellt euch nicht so an. Wir sind alle hier zur Welt gekommen. Geht's? Oh ja. Danke. Ja. 8 Kinder. Immer schwierig. Hallo, Papa. Ja? Hallo, mein Schatz. Wo bist du jetzt? Mama, du weinst ja. Abtretungserklärung. Hiermit erkläre ich Herschel Stern die Abtretung von
Grund und Boden sowie allen darauf sich befindenden Gebäuden am Ufer Wege 1 an die Familie des Emil Gottlieb für ein Entgelt von 50 Reichsmark. Von Herrn Gottlieb erhält meine Familie zusätzlich das Wohnrecht für weitere 30 Tage. Herschel Stern, Carlo im Dezember 1936. Emil Gottlieb. Das alles hier, das Land, das gehört mir gar nicht. Was? Was siehst du? Meine Großmutter, Großvater, früher Haus. Sieh einmal genau hin, das ist mein Wintergarten. Die Ornamente, das Stuck, die Tür. Sie stehen vor meinem Haus, das damals noch ihres war. Dieses Land und die beiden Häuser gehörten in den 30er Jahren dem Juwelier Herschel Stern, deinem Großvater. Er und seine Frau Judith und ihre vier Kinder sind vor Hitler und seiner Arisierung geflohen. Und für ihren Nachbarn. Meine Eltern, die für einen Apfel und ein Ei an ihr Eigentum kommen wollten. Man sollte nicht besitzen wollen, was einem nicht gehört. Man sollte überhaupt nicht besitzen wollen. Was willst du jetzt tun? Vermutlich wird es eine Rückübertragung des Eigentums geben. Rückübertragung? An dich. Aber ich verstehe nicht. Das ist verrückt. Das ist doch dein Land, dein Haus. Nein. Das mit deinem Kater tut mir übrigens furchtbar leid. Na, no. Er ist wirklich eine kleine Teufel. 14 tote Vögel. Wie schade. Es waren 17. Und das sind auch nur die, die ich beerdigt habe. Ah, bist du schon wieder? Ja. Ich kann dein Haus, wenn es mich gehört, ja wieder an die vermieten. Was soll ich mit zwei Häusern? Die wären Nachbarn. Vielleicht wäre das nett.
Ja, vielleicht. Vielleicht.